Gleich 17 Uhr, das sind die Themen bei TAF. Wie gefühlt? Das und noch viel, viel mehr gibt's gleich hier bei uns. Bis gleich. Wie gefährlich ist Yves Rausch? Seit 3 Tagen ist der sogenannte Schwarzwald-Rambo auf der Flucht. Mehr als 1000 Polizisten suchen nach ihm. Jetzt hat sich seine Mutter zu Wort gemeldet. Was sie über ihren Sohn sagt und den aktuellen Stand der Ermittlungen, den haben wir jetzt für Sie. So, Daniel, the stage is yours. Schatz, du nervst. Immer machst du das. Ist so typisch für dich. Wirklich. Ich hab die Schnauze voll. Nicht schlecht, oder? Und? So. Dankeschön. Diese meine Mutter Sätze. Grüßen. Quatsch, bitte schön. Genug jetzt. Diese Sätze, die kennt wirklich jeder, oder? Aber diese Nervthemen, mit denen kann man jetzt tatsächlich richtig Geld verdienen. Und zwar in unserem Paradies-Bingo. 3 Paare glauben, dass sie für uns einen Nordseeurlaub testen. Dabei testen wir sie. Tja, das wird lustig, auf jeden Fall. Wir machen jetzt erstmal weiter mit ihm hier, Orlando Bloom. Wussten Sie, dass der schon mal fast im Rollstuhl gelandet wäre? Und zwar nicht wegen eines Drehs, sondern wegen einer Mutprobe als Jugendlicher. Ja, die größten Gefahren lauern im Alltag. Hier, schauen Sie sich die Kollegin an. Wollen wir nicht drüber reden, aber mit Schmerzen steht sie hier. Das ist Team Spirit, das ist Einsatz für Für Sie. Ja, es gibt manche, denen wird ein Keks zum Verhängnis oder eben auch ein Blitz, wie Sie jetzt sehen werden. So, jetzt geht's nach Österreich. Dort wurde die Maskenpflicht fast komplett aufgehoben. Die Hotels sind auch wieder geöffnet. So, jetzt habe ich gerade einen kleinen Haken, weil ich war gerade bei deinem Fuß. Aber das spielt jetzt hier keine Rolle mehr. Kein Wunder also, dass ganz viele Touristen gerade nach Österreich hoppeln. Ja, und nicht nur ganz normale Touristen, sondern natürlich auch die Promis haben ihre Koffer gepackt. Wie ein 5-Sterne-Hotel in Tirol mit diesem Gästeansturm umgeht und wie sich die Promis so fühlen in ihrem ersten Urlaub nach Corona. Wir waren dabei. So, wir machen weiter mit News von Rapper Kanye West. Mit denen überrascht er nicht nur seine Fans, sondern auch die Politik. Um was es geht, das gibt's jetzt im TAF-Klatsch. Und so geht's hier bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. Ja, das gibt's alles gleich, aber jetzt gibt's erstmal unser Gewinnspiel. Ein Camper hat ein glücklicher Zuschauer ja schon mit nach Hause genommen. 2 gibt's aber noch in unserem Superbully-Gewinnspiel. Mit ein bisschen Glück können Sie nämlich den 2-farbigen VW California Ocean im Wert von über 60.000 Euro gewinnen. Der Bully hat ein Aufstelldach mit Doppelhochbett, eine große Liegefläche im Heck, eine Küche mit Herd, Kühlschrank und Spülbecken. Da ist wirklich alles drin. Deshalb rufen Sie unbedingt an. Die Nummer ist die 01379 44 44 07. Nennen Sie das Kennwort Urlaub oder schicken Sie eine SMS mit Urlaub an 3x4, 3x1. Viel Glück. Viel Glück. Da sind wir wieder live aus München. Ja, die Milch im Müsli oder auch im Café soll ja angeblich von glücklichen Kühen stammen, so zumindest die Wunschvorstellung. Ja, alles Lüge, sagt Tierschützer Jan Pfeiffer. Der hat auf einem Hof bei Flensburg wirklich katastrophale Zustände aufgedeckt. Wie schlecht es den Tieren dort wirklich geht und was jetzt dagegen unternommen wird, wir haben alle Einzelheiten. Tja, schlimm. Tollen Job, den die 2 machen. Hoffen wir, dass es nicht so weitergeht. So, wir machen weiter mit einer ganz, ganz anderen Geschichte. Und zwar stellen Sie sich mal vor, in Ihrem Garten wird tonnenweise Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und Sie werden dann für die Beseitigung zur Kasse gebeten. Ja, Melita Meinberger aus München ist genau das passiert. Nach jahrelangem Rechtsstreit mit der Stadt soll sie jetzt 45.000 Euro zahlen. Hier ist die ganze Geschichte. Wahnsinn. Unfassbar. Das gibt's doch nicht. Was ist das für eine Logik? Gibt keine Logik. 45.000 Euro, Leute, was ist denn los? So, apropos oder? Geld. Wir machen jetzt weiter mit einem Gewinnspiel. Nicht unbedingt Geld, aber Sie können was mega Tolles gewinnen. Ja. Ein Zuschauer hat ja schon einen Bulli mit nach Hause genommen. Jetzt haben wir aber noch 2 zu gewinnen. Und mit ein bisschen Glück können Sie den 2-farbigen VW California Ocean im Wert von über 60.000 Euro mit nach Hause nehmen. Dieser Bulli hat ein Aufstelldach mit Doppelhochbett, eine große Liegefläche im Heck, eine Küche mit Herd, Kühlschrank, Spülbecken, da ist alles drin. Rufen Sie an, die Nummer ist die 01379 44 44 07. Nennen Sie das Kennwort Urlaub oder schicken Sie eine SMS mit Urlaub an 3x4, 3x1. Wir drücken die Däumchen. Viel Glück. Da sind wir wieder zurück bei TAF live aus München. Hätten Sie das gedacht, es gibt tatsächlich Menschen, die nicht telefonieren können? Okay, der Fairness halber muss man sagen, es gibt Telefone, die sind wirklich auch schwer zu bedienen. Viel Spaß im Retro-Room. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Viele haben gefragt, was ist denn passiert? Hast du wieder Fußball gespielt? Nee. Umgeknickt, super. Umgeknickt und knöcherner Bandausriss, für die, die es interessiert. Können wir ganz kurz ein Ohr haben? 2020. Aber prima durchgehalten.
Bis morgen. Ihnen und euch eine schöne Zeit. Bis morgen.